Hallo und willkommen zur Dokumentation, zum ersten Camp zum Thema Zeitreisen hier in Berlin. Einsprechen oder mal so, und dann können wir ja gucken, was da besser ist oder so. Mal gucken, wie. Ja. Geh nicht da. Oh, ich hab nicht der Musik mehr aus der Zukunft. Okay. Was war denn der? Alle zusammen! Achso, Leon, zu den Dingern, ne? Ich heiße Leon. Mein Name ist Titus Hartmann. Ich bin Zoe. Melanie Krebs. Ich heiße Chris Erhardt. Hi, ich bin Georg. Ich bin im Band-Workshop. Ich bin in dem Workshop-Band. Theater. Ich habe keinen Workshop, ich bin eine Verzieherin. Also konkret im Workshop bin ich nicht. Ich bin hier als pädagogischer Betreuer mit eingeteilt. Oh, ich mache hier den Theaterworkshop, ich bin aber nur die Vertretung. Schon seit ein paar Jahren, so 3 Jahre oder 2. Ich bin dieses Jahr hierher gekommen. Seit, wie soll ich sagen, Februar? Das ist das erste Jahr. Also tatsächlich haben wir das allererste Camp mitgemacht. Das heißt also seit fast 6 Jahren machen wir das jetzt hier. Na, seit Sonntagmittag. Meine Schwester ging zu diesem Camp und einmal wollte ich es auch ausprobieren. Wir waren campen mit Susi, der Leiterin vom Workshop Singen. Und sie hat meinem Vater einfach so geschrieben, so ja, hat dein Sohn Bock. Und es war erst so, will ich da überhaupt hin? Und dann habe ich aber gesagt, so was habe ich zu verlieren? Ja. Durch unsere Familiehilfe. Die Susi, die hat mich mitgenommen sozusagen und die ist Dozentin. Und die hat gesagt, Melle, du bist cool, du bist Erzieherin, komm vorbei, wir brauchen eine Betreuerin. Und Susi hat mich aus dem Blauen raus angerufen am Sonntagmittag und hat gesagt, kannst du nicht bitte, unser Theaterdozent ist krank, kannst du nicht mitmachen? Ich habe gehört, du kannst das. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, ich lösche mir alle Termine für die Woche und komm einfach. Und jetzt bin ich hier und finde raus, ob ich tatsächlich das kann, was hier gebraucht wird. Mir gefällt es sehr gut. Mir gefällt es sehr gut. Also man lernt viele neue Leute kennen und es macht einen riesigen Spaß. Super, die Leute hier sind einfach nur geil. Super, richtig cool. Ich will immer wieder dabei sein. Ja, ich bin eigentlich bis jetzt recht zufrieden. Ich bin im Moment total glücklich und freue mich total, dass ihr euch auch, gerade hier die Schauspielgruppe, dass sie sich auf mich einstellen und das auch meine Art, das zu machen, auch übernehmen und sagen, ja, okay, bei Georg ist es ein bisschen anders, aber es ist irgendwie auch cool, man lernt halt was anderes und geht so hin und her. Ob ich das weitermache? Ja, also es ist ja ein Stück weit mein Job, mein Beruf. Ja, also
wenn ich das darf, dann würde ich das gerne noch so die nächsten Jahre mit begleiten. Ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn ich darf. Auf jeden Fall mache ich weiter.